Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain of Industry. In der letzten Folge haben wir noch unser Schiff weggeschickt. Das ist auch gerade noch unterwegs. Mal schauen, was uns das schon mal mitbringt. Aktuell, was ich ja forsche, können wir noch nicht machen. Was hatte ich denn hier? Naja, die Verbrennungsanlage, die kann ich dann erstmal wieder abbrechen. Weil das passiert hier drauf. Das heißt, ich kann sowas hier forschen. Schornstein groß. Der kann dann wahrscheinlich mehr Gase abtransportieren. Warte mal, das brauche ich. Das kann ich ja noch nicht machen. Das hier kann ich. Und das hier. Das Kapitänsbüro, Gemüseanbau. Und das hier. Weil hierfür brauche ich dann schon Forschungslabor 2 oder besser. So, wir haben nach wie vor ein Problem mit Wartung. Die nicht läuft, weil Strom fehlt. Und Strom fehlt, weil die Maschinerie hier kaputt ist. Repariere ich das Ding hier mal, damit wir wieder Strom haben und mehr Wartung herstellen können. So, Wartung stellen wir her aus mechanischen Teilen und Elektronik. Elektronik kommt hier drüben rein. Und bauen wir ja hier. Ach ja, die wollten wir ja hier herstellen. Genau, dafür brauchen wir Gummi und Kupfer. Standort erkundet. Ah, neue Entdeckung. Meeresbohrtechnik. Hurra. Das heißt, hier kann ich eine Ölbohrinsel bauen. Fahr mal dahin. So, und das alles hier, ich überlege, ob ich das einfach alles baue. Also jetzt mit einmal, das werde ich glaube ich einfach machen. Genau, da kommt auch Schlacke bei raus. Wir haben zwar nur noch 5 Baumaterial, aber wenn ich die Zeit beschleunige, sollte das hier etwas schneller laufen. Und da fehlen schon die Teile. Ja, und jetzt fangen uns an, die Arbeiter zu fehlen. sechzehn Flüchtlinge in weniger als 3 Monaten. Das klingt doch schon mal ganz gut. Damit sollten wir zumindest ein paar Leute rankriegen, um unsere Arbeiterkapazitäten wieder aufzufüllen. Wir sind doch bei 140 Einwohnern. Warte mal, das heißt, ich müsste hier vielleicht mal. Das kostet 80. Dann kriegst du hier Priorität, dann wird das zuerst gebaut. Ich kann halt auch die Bauteile nicht kaufen, was mich stört. Vielleicht kann ich das später, wenn ich die besseren, also meine Beziehung dorthin verbessert habe.
fehlen auch bloß Betonplatten hoch. Und die werden nicht gemacht, weil hier keiner... Ne, wird doch gemacht. Aber jetzt fehlt wieder zerkleinerte Schlacke. Obwohl, da haben wir noch ein bisschen was. Ah, jetzt fehlt Wartung. Weizensaat. Na dann, komm mal nach Hause zurück. Wir sind schon 4 von 80. Und ich werde mal hier handeln. In der Hoffnung, dass hier hinten die Produktion etwas schneller vonstatten geht. Wir brauchen so viel Wartung noch. Ich könnte auch eine zweite Halle bauen, aber naja. Elektronik und mechanische Teile. Na, hier geht's auch ein bisschen voran. So, jetzt haben wir erstmal wieder 15 Arbeiter verfügbar. Das Gute ist, unsere Wartung füllt sich auch langsam auf. Das bedeutet, dass alle Maschinen schon mal einwandfrei laufen werden. Ist voll. Müsste hier rein. Wasser ist genug da. Zement habe ich, zerkleinerte Schlacke habe ich. Und die Betonplatten müssten da. Obwohl, die werden ja auch abgeholt. Müsste im Dauerbetrieb sein. Das ist auch. Ich verarbeite einfach nur die Schlacke nicht schnell genug. Obwohl, jetzt noch ein Lager zu bauen, wir haben eh kein Material. Ah, schon mal über die Hälfte. Überhaupt, was das Kohle abbaut. Kalk, Kohle. Was macht dieser Bagger? Der muss tanken fahren. Ja,
Der fährt tanken. Der ist hier am Abbauen. Ich lasse den aber mal hier wieder abbauen. Das hier noch 10 Einheiten. Meine LKW sind stark ausgelastet, dann baue ich doch einfach noch mal 2 Stück. Alter, warte doch noch auf Fahrzeugteile. So, genug Platz habe ich jetzt auch wieder für meine Einwohner. Das heißt, jetzt fangen die hier hinten wieder an zu bauen. Flusskanäle sind schon da, Förderband ist da. Es geht so langsam voran hier hinten. Da wird der Schlot gebaut. Ja, so langsam nimmt das Ganze hier doch Gestalt an. Und ich glaube, die Raffinerie kommt nicht hinterher. Fehlende Materialien. Wahrscheinlich die Kohle oder sowas. Die Tankstelle hier hinten wäre halt auch nicht schlecht. Tankstelle haben wir schon. Braucht 20 verbessertes Material. Achso, die kann ich dann hier hinstellen und dann mal betanken automatisch Lastwagen, die an der Tankstelle zugewiesen sind, betanken automatisch Bagger und Baumerntemaschinen an ihrem Einsatzort, sodass sie ihre Zeit nicht damit verschwenden, selbst Kraftstoff zu holen. Aber die Tankstelle muss ja auch beladen werden damit. Könnte ich hier halt eine hinmachen. Produzieren wir hier ja gerade nicht. Obwohl, könnte ich eigentlich auch mal wieder anschmeißen. Weil wir müssen hier auch noch Förderleitungen bauen. Außerdem habe ich eine Testwelt begonnen. So eine kleine Privatspielwelt, in der ich halt auch ein bisschen was rumteste. Und da habe ich die unterste Karte genommen. Heißt, wenn ich richtig liege, du kommst nicht vorbei. Schöne Herr-der-Ringe-Anspielung. Und dort ist Eisen und Kupfer direkt nebeneinander. Und die Kohle ist auch richtig. Und ein bisschen Öl natürlich auch. Also halt so ein Vorkommen, wie wir es hier auch haben.
Halt hier so ein kleiner Fleck. Und da habe ich halt den Vorteil, dadurch, dass Eisen und Kupfer direkt nebeneinander ist, habe ich halt eine Ecke, wo ich alles produzieren kann. Soweit bin ich zwar noch nicht, aber ich denke mal, dass ich dort relativ schnell hinkommen werde. Wir haben wieder einen Einwohner bekommen. Wir haben 51 Arbeiter, das heißt, hier können schon mal die 15 wieder rein. Hinten das Förderband müsste auch mal noch gebaut werden. Die beiden. Aber dem fehlen halt Konstruktionsteile und denen fehlt Eisen. Und Eisen fehlt, weil die Schmelze aufgrund von zu viel Schlacke nicht hinterherkommt. Bin ich mal hier auf 60. Der macht 24 in 60 und der hier braucht 1,5 pro 60. Oi. Also 24 zu 1,5. Wenn man das jetzt mal rechnet, wenn ich richtig liege, müsste ich dafür in meinem Handytaschenrechner 24 durch 1,5. Das heißt, ich kann 16 Maschinen, also 16 Betonmischer auf einen Brecher. Das ist einiges. Das ist verdammt viel. Und so kann ich halt auch schauen, eine Pumpe macht alle 60 18 Rohöleinheiten. Du brauchst 54 pro 60, also mehrere Rohölförderstationen pro Raffinerie. Das sind halt alles so Sachen wie ein Anor. Die muss man dann einfach lernen. Und da gab es sogar Eisenschrott. Na, hier ist auch wieder Kohle drin. Neues Gebäude. Unterkünfte 2. Ach ja, so langsam geht's doch voran. Wartung haben wir auch voll. "35 machst du pro Vorgang, deswegen wartet der auch. Kann ich die Leistungssteigerung noch auslassen? Hier haben wir jetzt auch einen Bagger. Für Kalk brauche ich aber nicht unbedingt. Du warst der. Ach, für hier zum Runterbuddeln. Damit wir mal hier unten hin können. Weil dann kann ich hier meine komplette Schmelzanlage hier sowohl für Kupfer als auch für Eisen nach hier unten verlegen. Und dann auch für Gold. Es hätte vielleicht, sag ich mal, von Anfang an so ein bisschen das Ziel sein sollen.
Weil dann kann ich auch hier Kohle abbauen und in der Hoffnung, das sackt alles so ein bisschen nach. Ich hoffe nur, dass hier die Berge nicht gleich mit wegsacken. Naja. Das werden wir dann sehen. Aber für diese Folge ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss!